willkommen in der nächsten Teil vom REMF-Test. Ja, kurze Zwischeninfo, dann geht's mit normalen Video weiter. Der Segelohrenbob hat mir geschrieben und mir gesagt, dass er noch einen REMF mir zuschicken will, um noch an der Challenge teilzunehmen. Ist natürlich ein bisschen spät, aber egal. Falls ihr da draußen jetzt auch sagt, hey, ich habe jetzt auch noch kurzfristig mir das überlegt, also eigentlich war der Test geht schon dem Ende zu, ne? Ja, falls ihr da noch Interesse habt oder so, da schreibt mich noch mal an, aber dann muss es ziemlich zügig gehen. Ich habe mir jetzt auch noch eine Bohrmesszeit bestellt, weil ja, ich habe jetzt nur eins zum Testen, ihr hört es im Hintergrund. Relais, REMF, im Zimmer weiter und schon trotzdem. Ne, ich habe jetzt drei Kandidaten aktuell am Laufen, zwei sind, muss ich noch machen. Segler und Bob seiner noch, dann eventuell von mir noch einer. Ja, dann müssen wir mal gucken, wenn ihr jetzt sagt, ihr wollt noch einen zuschicken oder so. Ja, dann bitte kurzfristig und schnell und ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Video. Speistige Reiste reisen selten bis Elba. Man machtet euch halt selber. So, Doppel-REMF jetzt. Ich habe nochmal nach dem Labornetzsei gegönnt, hier ein kleines für den Test. Dass ich einfach zwei parallel laden kann, weil sonst dauert das bin ich in drei Jahren noch nicht fertig, ne? Also jetzt doppelte Geschwindigkeit. Ja, Entladetest Relais-REMF bei der Nummer 5. Hat gerade abgeschalten. 152 Wattstunden. Also, bei dem kann man jetzt mal sagen, dass es nicht besser wird, weil die erste Entladung war ja 40 Wattstunden mit Sitec und dann 158, dann 166, doch hier war es nochmal besser. Und 166, wie gesagt, dann hat man 163 und jetzt 152, also dimpeln wir, sagen wir, der Rekord ist halt die 100, nee, Quatsch. 166, da kann ich mir ja mal nichts hin machen. Ich würde sagen, dass der Relais-REMF, der hat beim ersten Durchgang fast schon die Batterie freigezockt, kann man sagen. Sage ich jetzt einfach mal. Ich denke, dass das hier an der Stelle nicht weitergeht. Also jetzt nochmal einen Durchgang zu machen und dann eben ungefähr nochmal, ich hätte ihn jetzt vielleicht noch ein paar Stunden länger dran lassen können, dann wäre es wahrscheinlich noch auf die 166 oder 158 gekommen, aber ich denke, er hat zumindest mal das Sitec-Ladegerät definitiv geschlagen, er hat regeneriert und vor allen Dingen fast mit eben Durchgang, kann man sagen. Also nach dem zweiten Durchgang hat man den besten Wert. Ne? Das ist immer so eine Sache mit der Ladeschlussspannung und so. Also ich denke, die 166 ist für den Relais-REMF für Nummer 5 jetzt erstmal das erste Ergebnis und das sind immerhin, naja, 40 hat man, 40 Wattstunden und naja, wenn wir jetzt sagen, haben wir 126 Wattstunden gewonnen, ne? Ist ja da schon eine alte Batterie und ja, also ich sag mal, auf jeden Fall erfolgreich, das Ding funktioniert, er hat jetzt auch durchgehalten und ja, achso, ich muss ja nach außen machen, huch, er hat ja auch durchgehalten, jetzt mache ich erstmal mit dem Mike Tech sein weiter und mit Günther Rempf sein und den Relais Rempf durch erstmal ruhen lassen, sage ich mal, weil für mich ist der Test jetzt so erstmal mit ihm abgeschlossen. Wir könnten da noch mal, es kann ja wirklich sein, dass die Batterie richtig scheiße ist, ne? Die hat ja auch 20 Milliohm, die ist nicht wirklich besser geworden, von daher, also von den Milliohm her, von den Wattstunden ist ja besser geworden. Von daher würde ich mal sagen, ist auf jeden Fall erfolgreich. Ich könnte jetzt höchstens noch mal gegentesten an einer anderen Batterie. Aber es kommt noch ein REMF. Ich muss meinen noch machen. Und dann gehen mir dann langsam auch die Batterien aus. Ne? Gut, also ihr wisst das mal Bescheid. Wir könnten dann, ich mache die ich jetzt habe, muss ich halt nutzen, um mit jedem REMF zumindest mal eben so einen Durchgang zu machen, ne? Wo ich sage, jetzt ist Schluss, jetzt kommt nicht mehr raus, was, ne? Klar, man könnte es jetzt noch 5-6 Mal machen, vielleicht bringt das auch noch was, keine Ahnung, aber ich würde sagen, das machen wir im Nachhinein, wenn ich einmal durch bin, dass ich sage, ich habe jeden REMF mal eine Batterie, solange bis nichts mehr ging, gemacht,
dann würde ich sagen, oder das könnt ihr jetzt ja schon mal in die Kommentare hauen, was habt ihr vielleicht noch für Ideen? Also meine Idee war zum Beispiel, haben wir ja die Nummer 7, die auch ein ganz schöner Kandidat ist, sag ich mal, dass wir vielleicht dann mal sagen, wir tauschen mal. Dass wir mal den, ich sag jetzt mal den von Günter Remf oder von Mike Deck an die Nummer 5 machen und an die Nummer 4 den Relais-RMF. Vielleicht können sie ja untereinander helfen sie sich noch gegenseitig. Ne? Ja, könnt ihr ja mal in die Kommentare hauen, was ihr davon haltet. Bitte denkt dran, dass das immer hier circa ja, ne, ein Ladevorgang und Entladevorgang ist locker ein Tag, ne, wenn ich es überhaupt schaffe. Also, wenn ich jetzt 2, 3 hier, das sind dann schon, sag ich mal, ja, ein Tag, dann kann ich ja nicht mehrfach entladen. Also, was ich damit sagen will, kurz und knapp, ich mache dies ungefähr immer eine Woche so. Ne? Also, wenn ihr freitags das Video seht, ja, und ihr einen Kommentar schreibt, wundert euch nicht, dass nächste Woche Freitag eventuell noch nicht der Kommentar eingeflossen ist in die Reihe, weil ich das ja schon eine Woche vorher gedreht habe. Ich denke, ihr versteht. Ne? Gut, dann würde ich jetzt mal sagen, ich habe wieder genug für eine Folge. Und ja, ich bin fleißig weiter. Ich werde hier mal die nächste Liste schon mal anbringen, weil durch das zweite Labornetz geht es jetzt eben auch schneller. So, ich habe jetzt mal die Nummer 7 am Entladen. Ihr seht, die Klemmen sind hier und ich habe gerade gestartet. Wir sind bei 12,5 unter Last. Von Minute angeklemmt oder so. Also, das sieht schon mal gut aus. Ich bin mal gespannt. Hoffentlich hat es geklappt. Dann wäre C-Tech wieder mal besiegen. Ich denke, dann kann man so gut sein lassen. Beziehungsweise, was ich mir überlegt habe, wir könnten ja mal C-Tech auf eine Batterie mehrmals drüber, mehrmals laden, dass ihr seht, dass es halt wirklich nichts bringt. Ne? Aber ich denke, das langt auch so schön, oder ihr könnt das auch selber mal ausprobieren. Erster Wert von Nummer 7 war 31 Wattstunden. Dann hat man hier mit dem C-Tech 24 Wattstunden. Dann hatte ich 103 Wattstunden, wieder mit dem Günter Remf sein, ne, nach dem C-Tech. Und jetzt sind wir aktuell hier unten drunter. Ich habe leider einen Innenwiderstand hier, habe ich vergessen, sorry. Ja, sind wir jetzt beim nächsten Entladetest. Ich hatte mit 1,5 Ampere mit Günter Remf sein geladen. Oh. 12,2 und schon 111. Also, klar, Günter Remf seiner funktioniert auch. Da kann man nichts sagen. Ich hatte mal ein bisschen die Spannung noch hochgenommen, habe ein bisschen länger dran gelassen und hier sieht man das Ergebnis schon mal, ein Zwischenergebnis. Okay, also den muss ich ein bisschen mehr Eingangsspannung geben. Ja, aber hat wieder was gebracht. Siehst, ich mache mit dem noch einen Durchgang auf der 7 natürlich. Und mal gucken, ich bin gespannt jetzt. Ich muss es leider warten. Ich hätte erst die entladen sollen. Jetzt kann ich keine laden. Ja, der Relais-Remf ist ja raus. Na egal, auf jeden Fall bin gespannt, wie es mit der aussieht. Wenn die jetzt nicht besser geworden ist, dann wäre die und der RMF auch erstmal abgeschlossen. Hätte ich 2 erstmal durch und da können wir dann noch ein paar Experimente machen. Habe ich jetzt den Relais-Entlader, weil der MikeTech, der hatte mir auch zum Entladen was mitgegeben, aber ich habe dann gesagt, um den Test nicht zu verfälschen, mache ich alles erstmal gleich. Und wenn ich jetzt sage, okay, ne, der funktioniert, das haben wir ja schon festgestellt, wir wollen ja nur noch gucken, wie weit. Wenn das dann fertig ist, tue ich den beiseite. Und dann könnte man ja nach der ganzen Sache noch ein paar Durchgänge machen oder so, was ihr vorschlagt. Ich schlage jetzt mal vor, dass wir dann den RMF hier nochmal ranklatschen und dann mit vom MikeTech vorgeschlagenem Relais-Entlader mal noch entladen. Und dann denke ich, habe ich mit dem auch alles durch und dann können wir uns dem nächsten Kandidat widmen und den Günter Remf, der macht nebenbei halt die Batterie. Ne? Ja, ich suche mir dann mal die nächste raus. Naja, machen wir immer so weiter. Ne? Meine Herren, der Herr Günter Remf hier, der haut ganz schön rein, Jungs. 200 Wattstunden, wir sind noch bei 12 Volt. Was? Na, hier Kabel an Nummer 7. What the fuck? Also, der geht immer richtig gut. Aber da muss ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Spannung rein, aber beim ersten Durchgang zu wenig oder man muss halt 2 Durchgänge machen. Ja, ich wollte es euch nur jetzt gleich mal zeigen. 11,9, wie gesagt,
200, genau 200 Wattstunden, weil ich gehe jetzt pennen. Muss morgen weitermachen. Ja, mein Lüfter war auch gerade an. Aber er ist nicht wirklich warm. Die Lampe flackert ein bisschen. Ab und zu. Ja, krass. Mal gucken. Muss mit dem wahrscheinlich noch einen Durchgang und dann aber 200 Wattstunden schon defekt. Das ist aber Hammer. Ne? Ich muss das euch noch mal zeigen. Ne? Die Nummer 7. Gehen wir jetzt mal alles durch. 103. Hier war entladen. Dann hatten wir 24 und 31. Genau, 103, das war die erste mit dem Günter Rempf. Da hatte ich aber ein bisschen zu wenig Spannung zum Laden. Da waren wir schon bei 6,4, bei 103. Jetzt sind wir schon über 200. Da müsste jetzt bei, ich hab leider die Milliohm nicht gemessen, ich Trottel, wo ich hier angefangen habe. Naja, aber ich würde eh sagen, wir machen eben noch einen Durchgang zur Sicherheit. Ob es noch mal mehr wird oder so, je nachdem, was jetzt rauskommt. Wenn jetzt eine Leistung rauskommt, gut, dann können wir es uns eben sparen oder machen einfach noch mal einen Durchgang. Ne? Ja, bin schon positiv, weil das jetzt ist noch mal das Doppelte. Ne? 103 war ja jetzt das Höchste von der Batterie. Naja. Ha. Krass. Das ist echt krass. Ich muss das euch zeigen. Na, hier sind wir jetzt bei 101. Ja, naja. Krasse Sache auf jeden Fall. Da geht richtig gut. Da muss man dann noch mal reingucken. 242. Ja, moin.